Hier sehen wir eine der bekanntesten Pflanzen Deutschlands, Löwenzahn. Löwenzahn ist eigentlich nur eine Gattung. Das heißt, es gibt viele verschiedene Arten von Löwenzahn. Das liegt daran, dass wir viele Liebhaber von Löwenzahn in Deutschland haben. Und desto mehr Liebhaber es für eine Pflanze gibt, desto mehrere Arten gibt es auch davon, weil man dann anhand von kleinen Unterschieden schon eine neue Art aufmacht. Schön ist auch zu sehen, wie die Blüte des Löwenzahns aufgebaut ist. Eher gesagt, ist das eine Korbblüte hier, denn eigentlich ist jedes dieser kleinen Dingelchen in der Blüte eine Blüte selbst. Man nennt das Ganze Korbblüter oder auch Asteraceae. Später bilden sich die Früchte des Löwenzahns. Die sehen wir hier, die sogenannte Pusteblume, die dann dabei rauskommt. Das heißt, diese weißen Teile sind die Früchte des Löwenzahns. Der Löwenzahn wird weiterhin charakterisiert durch den weißen Milchsaft, den man innen drin findet. Hier, der soll angeblich gegen Warzen helfen. Das heißt, wenn man ihn auf Warzen drauf tut, soll das heilend wirken und die Warzen beseitigen. Des Weiteren hilft dieser weiße Saft auch gegen Fraßschutz. Das heißt, der sorgt dafür, dass der Löwenzahn nicht gefressen wird, übermäßig viel. Und das hilft aber dazu bei, dass die Pflanze bestehen bleibt. Häufig findet man den Löwenzahn auch am Wegesrand. Und was natürlich nett zu wissen ist, nice to know, ist immer, dass es sich hierbei um einen Korbblüter, eine Asteraceae handelt. Man wirkt da schon relativ gut belehrt, wenn man dann sagt, oh, guck mal, eine Asteraceae, anstatt, guck mal, ein Löwenzahn. Den Löwenzahn erkennt jeder, den Begriff Asteraceae kennt nicht jeder. Ein einfaches Dingelchen, um letztendlich gebildet zu wirken. Selbst wenn man es nicht isst. Löwenzahn an sich, daraus kann man auch Löwenzahnsalat machen. Das gibt es alles. Kaninchen fressen gerne Löwenzahn. Das heißt, wenn man ein Kaninchen zu Hause hat und möchte dem einfach leckeres, frisches Salätchen präsentieren, dann bietet es sich an, letztendlich den Löwenzahn von draußen zu nehmen und dem Kaninchen zu präsentieren. Allerdings sollte in diesem Fall das Kaninchen bzw. das Häschen schon geimpft sein, denn auch hier lauern Krankheiten, die das kleine Wesen befallen können und letztendlich sogar zugrunde richten können. In diesem Sinne soll es dies gewesen sein mit dem Video und wir sehen uns in einem anderen Video wieder.